Hallo zusammen, hier ist wieder euer Skip und willkommen bei Anno 1800. Diesmal eine kleine Sondersendung, sage ich einfach mal, für Handel und Handelsrouten. Gerade wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, kann euch das sicher jetzt ein wenig helfen. Ich habe hier einen Spielstand geladen, der ist schon in der dritten Entwicklungsstufe. Wir Ist haben schon alles auf dem Handwerker, wir sind schon Zimmer? in der neuen Welt. Das ist einfach notwendig, damit ich das auch teilweise besser erklären kann. Genau, wir fangen einfach mal ganz rudimentär mit dem Handel an, weil das könnt ihr ganz von Anfang an machen. Da braucht ihr noch, das könnt ihr selbst auf der Bauernstufe machen, ja. Wenn ihr in euren Kontor geht oder auf euer Lagerhaus, seht ihr eure Waren und ihr habt jetzt ganz viel Waren am Lager. Ihr habt aber ein Problem, dass ihr einfach Geld braucht. Also möchtet ihr die irgendwie verkaufen. Dafür klickt ihr einfach die Ware, die ihr verkaufen oder handeln wollt, an. Und dann gibt es hier im Grunde einmal natürlich kein Handel und dann drei Pfeiler. Die werde ich jetzt alle nacheinander erklären. Ich fange mal mit dem an, mit dem Verkaufen-Pfeil. Das ist relativ einfach. Das heißt, ihr möchtet das verkaufen. Damit es aber funktioniert, reicht es nicht einfach, den Pfeil zu setzen, sondern ihr müsst hier ein Limit einstellen. Also ihr sagt zum Beispiel, ich möchte verkaufen, aber nur bis 82 Tonnen oder nur bis 50 Tonnen. Also ihr könnt das natürlich auch per Hand eingeben. Das geht meistens ein bisschen einfacher, wenn ihr vor allem gerade Beträge haben wollt. Das bedeutet, das ist euer Komplettlagerbestand und er verkauft jetzt bis hier den roten Bereich verkauft er und 50 Tonnen lässt er immer über. Die werden nicht verkauft. Hat den Hintergrund, dass man, wenn man zum Beispiel Bretter verkaufen möchte, sagt, okay, ich möchte Bretter verkaufen, aber ich möchte halt auch immer was da haben. Ich möchte immer 64 Bretter am Lager haben und damit ich einfach hier nicht ins Minus gehe oder damit ich immer weiterbauen kann, ja, dass ich immer ein Puffer habe, ganz einfach, ein Puffer. Genau. Oder wir sagen, und das kann man theoretisch für jede Ware festlegen. Ja? Für jede Ware kann man sagen, kaufen oder nicht kaufen. So, jetzt müssen wir noch mal Zur kurz Stelle. den Hopfen wieder abholen. Das erklären wir nämlich auch gleich, wie wir das Ganze hier ein bisschen entspannter machen. So, Sind dann brauchen wir unterwegs. das nämlich nicht mehr händisch machen. So wie wir das jetzt machen. Genau, das brauche ich jetzt. Also, das ist die eine Möglichkeit, dass ihr einfach sagt, ihr setzt hier bei einer Ware, in dem Fall oder bei den Waren, setzt ihr einfach den Verkaufsbutton. Das gleiche, also wir nehmen die jetzt mal wieder raus. Ähnlich ist es im Grunde beim Kaufen, dass ihr sagt, ihr möchtet Fisch kaufen und geht dann hier halt auf den Pfeil rein, also Einkauf. Und dann müsst ihr halt sagen, ich möchte kaufen, aber nur bis meinetwegen 112 Tonnen. Das heißt, er füllt dann bis hierhin auf. Es kann zum Beispiel sein, euer Nicht als Lagerbestand steigt Geländerung, aber langsam, für dich. bevor irgendjemand kommt, der hier kauft oder verkauft. Also da kommen ja, hier fahren ja immer mal neutrale Schiffe rum und die kaufen oder verkaufen dann bei euch. Und der würde dann bis 112. Wenn der Lagerbestand in der Zeit natürlich steigt, kauft ihr dann weniger. Wenn er sinkt, kauft ihr dann entsprechend mehr. Wir machen schnell die Zeitung. Oh, es sieht eigentlich alles gut aus, aber wir wollen trotzdem einmal das Extrageld Manchmal vergessen die Leute. und veröffentlichen. Dankeschön. Das bringt uns nämlich aktuell 690 Gold. Und das ist gar nicht so ohne in der Bilanz. So, also könnt ihr, und dann seht ihr auch immer, das Blaue bedeutet, bis dahin wird es aufgefüllt. Ihr könnt das natürlich auch komplett vollziehen, aber dann kostet es halt mehr. Ja? Dann Wir helfen, wo wir haben wir können. den Hopfen jetzt schon ausgeladen. Den können wir gleich mal ausladen. Dann ist hier zumindest eine Hopfenfront Ruhe. Dann, so, da müsst ihr aber immer warten, bis jemand vorbeikommt. Also hier kommen immer mal Schiffe vorbeigebraust. Wir können ja jetzt auch mal hier das einfach mal verkaufen. Legen wir es mal hier auf 110 Tonnen. Das ist so ein toller Wert. Legen wir es mal fest und wenn dann ein Schiff kommt, werden wir sehen, das ist dann raus. Dann Einsatzbereit. gibt es noch den Mindestlagerbestand. Das ist dieses
dieses Schlosssymbol hier. Und das müsste zumindest in der Theorie festlegen, den Lagerbestand habt ihr immer und der kann auch nicht rausgehen. Das probiere ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es die Tage schon mal versucht, da hat es nicht geklappt. Nee, man kann es trotzdem kaum. Ach, weil man doppelt klickt. Okay, also es geht. Nee, weil das genau 50 sind. Dann sind es 35. Ja, ich will ja aber bis 40. Ich wollte. Okay, machen wir es mal so. Also das klappt anscheinend nicht. Ich hätte gedacht, dass der dann. Nee, der packt trotzdem die 50 raus. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Weil eigentlich kann man. Okay. Ich hätte gedacht, das legt er dann fest und das steht ja eigentlich auch hier. Schiffe werden nicht mit Waren unter dieser Markierung beladen. Außer man meint damit, wirklich Handelsschiffe, die bei mir handeln. Aber das lege ich ja eigentlich auch mit diesem Kaufen, Verkaufen fest. Na gut. Und dann gibt es noch einen dritten Pfeil. Das ist der Kaufen und Verkaufen Pfeil. Der ist so, wenn ich den zum Beispiel so festlege, verkauft er alles, was über diesen Wert von 74 Tonnen ist. Ja? Das Rote wird verkauft. Wenn allerdings die Fische unter den Wert fallen, dann wird bis zu 74 Tonnen gekauft. Ja? Also das wird dann immer aufgefüllt. Und das kann man auch machen, wenn man sagt, man möchte immer mindestens so einen Bestand haben, egal ob kaufen oder verkaufen. Aber das tut sich dann halt auch entsprechend auf die Bilanz auswirken. Weil es kann halt dann sein, wenn es aus irgendeinem Grund gerade mal gefallen ist, dann kauft man einfach ein und vielleicht ist es gar nicht notwendig. Ja? Aber das wird dann halt automatisch gemacht. Deswegen, das kann man nachher lösche ich jetzt wieder raus. So, Problem an der Sache ist, in Anführungsstrichen natürlich ein Problem, wir müssen immer warten, bis jemand kommt und uns Sachen abkauft. Oder wir haben ja auch ein paar NPCs. Ich schnapp mir jetzt hier einfach mal ein bisschen Zeug, Segel und Schnaps, davon habe ich ganz viel. Und das hier vor allem der Archibald, wenn wir zu dem hinfahren und bei ihm reingucken, das bietet er an und das sucht er. Und im Grunde ist das hier wichtig, kauft alles, was ihr anzubieten habt. Das heißt, er kauft euch alles ab. Ihr könnt ihm bringen, was ihr wollt. Und bringen bedeutet wirklich, ihr fahrt hin und bringt ihm das. Dann kriegt ihr auch das Geld in dem Moment, wo ihr mit eurem Schiff da seid. Macht das die Dame auch so? Das macht die Dame auch so. Die sucht vor allem nochmal Pelzmäntel. Da könnt ihr gut mit verdienen, sage ich jetzt einfach mal. Die bietet Schokolade an, das ist ganz nett. Und der, falls ihr den mit dabei habt, den Blakeworth, der sucht immer Seife. Das ist so ein Running Gag, glaube ich, im Gefängnis, dass sie einfach Seife brauchen. Und die kriegt auch einen sehr guten Preis hier dafür, würde ich sagen. 384, das kommt mir spontan sehr hoch vor. Aber wenn ihr viel Seife habt, dann könnt ihr die einfach mal hier vorbeibringen. Könnt ihr schön eure Bilanz pushen. Jetzt springen wir noch ein klein bisschen vor. Der hat hier vor allem immer so Waren im Angebot. Das ist auch interessant. Ihr könnt hier für 20 Kohle einkaufen. Und hier könnt ihr sie für 32 verkaufen. Also, ja, Handelsgenie, sage ich da nur. Ne? Also kann man anscheinend auch so machen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass das so ist. Aber anscheinend, ja, könnt ihr hier auch Kohle einfach. Ist auch nicht weit, also könnt ihr ein bisschen Kohle rüberschippern. Allerdings bietet der auch nur, in Anführungsstrichen, 150 Tonnen an. Das seht ihr hier unten. Also nicht unendlich, sondern 150 Tonnen bietet er an. Aber wenn ihr, wie gesagt, Geld braucht, warum nicht? So, genau. Jetzt sind wir hier bei ihm am Hafen. Dann gehen wir hier auf das Handelsmenü. Da könnt ihr dann einfach das hier reinziehen. Und dann zeigt euch an, wie viel er euch dafür gibt. Und ihr könnt dann einfach handeln. Jetzt sagen wir zum Beispiel, ich möchte noch eine Nähmaschine haben. Dann wird das gegengerechnet natürlich und ja, so könnt ihr mit denen dann entsprechend handeln. Zack, jetzt haben wir eine Nähmaschine gekauft und haben unser Zeug verkauft. Achso, das ist auch gesamt. Das ist ja das ist doch jetzt auch um 1 runtergegangen, der Stahl, oder? Vielleicht füllt er sich wieder auf. Ja, darfst du machen.
Genau, das ist im Grunde schon der ganze Spaß am Handeln. Man kann auch Items kaufen, also jeder von denen hat auch Items. Zu den Items kommen wir später nochmal, da mache ich nochmal ein extra Video zu. Gerade solche Fruchtbarkeiten sind mega gut oder können gut sein, gerade wenn man ein bisschen schwierigeres Umfeld hat da. Oder hier, der hat immer ganz gute, oder hat einige, zum Beispiel der hier ist super, der bringt Trefferpunkte und plus 300 Selbstreparatur. Der ist echt cool auf so einem Kriegsschiff. Da hält man seine Schiffe einfach fit. Wir verkaufen jetzt einfach mal wieder die Nähmaschine. Bringt uns weniger, als wir es gekauft haben. Das macht natürlich jetzt Sinn, aber es war auch nur zur Demonstration. Noch eine Sache, vor allem wenn ihr am Anfang kein Geld habt oder wenig Geld und ihr seid kompetitiv unterwegs, also ihr habt wirklich auch Gegner und müsst jetzt schnell an Geld ran. Ihr habt eine Schiffswerft, ja? Ihr könnt hier Schiffe produzieren, die kosten Holz und Segel. Wenn ihr das tut, dann fahrt ihr die Schiffe am Anfang halt schoner. Ich würde Schoner produzieren, weil das andere Kanonenboot braucht Kanonen und Kanonen braucht ihr immer. Deswegen produziert die Schoner oder dann später könnt ihr auch die Clipper produzieren, wenn ihr dann Handwerker habt, 750. Fahrt ihr hier zum Archibald und dann gibt es hier Schiff verkaufen. Klickt da drauf. Und dann bietet er euch 2500 Münzen. Das klingt jetzt nicht viel. Unsere Bilanz ist hier bei 250.000. Aber wenn ihr mal Geldprobleme habt und die Bilanz vielleicht nur gerade so im Plus ist, das ist dann viel Geld. Und die Clipper, also die größeren Frachtschiffe, die bringen, glaube ich, 7.500, wenn ich das jetzt nicht falsch im Kopf habe. Ja, das verkaufen wir jetzt einfach. Und dann ist es seins. Und wir haben 2500 Gold dazu bekommen. Ihr könnt bei dem theoretisch auch Schiffe kaufen. Also zum Beispiel hier den Clipper für 15.000. Wie gesagt, verkaufen 7.500. Also das bringt jetzt nichts, den hier zu kaufen. Aber er hätte theoretisch welche. Also wenn ihr schnell Schiffe braucht, weil euch gerade der Gegner welche ihr produziert vielleicht gerade ein Kriegsschiff, was wichtig ist, und der Gegner hat euch gerade ein Handelsschiff weggeschossen, kauft es hier. Ihr könnt es hier kaufen. Ihr braucht natürlich das nötige Kleingeld. Und so ist es, wie gesagt, mit allem. Wenn ihr das Kleingeld habt, dann funktioniert das. Gut, das war der Handel. Also hier müsst ihr immer warten, bis jemand vorbeikommt. Jetzt hat anscheinend immer noch... Also entweder war jemand da und hat gekauft und wir sind schon wieder voll, oder es war noch niemand da. Vielleicht kommt der jetzt vorbei. Vielleicht kauft die bei uns jetzt Bretter. Ja, die hat uns jetzt die Bretter abgekauft. Da war bestimmt schon mal jemand da und die sind schon wieder voll gewesen. Genau. So, das war das Erste. Jetzt kommt, das war der Handel. Jetzt kommen die Handelsrouten. Und zwar, Handelsrouten gibt es zwei Möglichkeiten, in das Menü zu kommen. Einmal hier unten links über Routen oder auch wahlweise einfach in eurem Schiff auf diesen Pfeilen hier. Hat allerdings zwei Unterschiede. Wenn ihr über euer Schiff geht, dann bedeutet das, ihr wollt jetzt mit diesem Schiff eine Handelsroute aufmachen. Oder wenn ihr sagt, ihr geht auf. Ja, genau, ihr wollt eine Handelsroute aufmachen. Ihr könnt die aber auch dann zumachen. Dann seid ihr wieder im allgemeinen Handelsrouten-Menü. Oder ihr geht, wie gesagt, hier über das Routenmenü. So. Wir richten eine Route ein. Es gibt im Grunde drei Handelsrouten. Hier werden aktuell nur zwei angezeigt. Es gibt eine Charterroute, es gibt eine Handelsroute und es gibt eine Ölroute. Die ist dann nur für Öl und nur für Öltanker und kommt dann später, wenn man das freigeschalten hat. Also mit den Ingenieuren der vierten Stufe. Wir fangen mal mit der Charterroute an. Eine Charterroute bedeutet, ihr sucht euch, ihr beauftragt eine dritte Partei dazu, diese Belieferung zu übernehmen. Dazu sagen wir möchten gern Hopfen von der Insel Squinzo nach Losten liefern. Wie viel Tonnen? Ich mache es immer voll. Ihr könnt aber auch sagen, vielleicht nur 10 Tonnen oder so. Das kommt drauf an, was ihr machen wollt. Könnt ihr sagen, okay, macht das, kostet euch allerdings laufend 50 Gold. Ja, also das ist dann quasi
Wir erstellen jetzt mal Charter. Das ist dann eine laufende Posten. Ups, drüber haben reicht. Dort Charterroute 50. Minus 50, das ist dann ein laufender Posten in eurer Bilanz. Generell, wie ihr das seht, Handelsschiffe, also jedes Schiff hat auch einen Unterhalt. Das kostet euch alles. So, wir machen jetzt hier mal ein bisschen schneller. Ihr könnt mit, da kommt es nämlich gerade, das ist, wie gesagt, das kommt von extern, also von irgendwo gefahren. Das macht ein Drittanbieter, der nimmt das jetzt, den Hopfen auf und fährt jetzt die ganze Zeit hin und her und liefert, führt quasi diesen Auftrag aus. Vorteil daran, ihr braucht kein eigenes Schiff. Nachteil, ihr habt halt ihr habt halt die laufenden Kosten. Und ich würde sagen, es gibt auch, es kommt ja jetzt auf die Einstellung drauf an, aber ich würde sagen, ich hatte es auch schon, dass die Charterrouten dann Einfluss gekostet haben, und zwar 5. Die kostet jetzt aus irgendeinem Grund keinen Einfluss. Ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass es die erste ist. Können wir mal spaßeshalber noch eine versuchen. Route einrichten, wenn wir jetzt hier noch eine Charterroute haben. Wir brauchen nämlich Schnaps, und zwar hier. Nee, kostet keinen Einfluss. Vielleicht ist das eine Einstellungssache, vielleicht weil wir jetzt auf Easy spielen. Einfach damit wir hier noch ein paar Sachen zeigen können. Okay, dann wäre das ja im Grunde schick. Also könnte ich auch noch eine Charterroute, und dann würden die das hin und her fahren. Das hat eine Kapazität von 80, was ganz gut ist, allerdings nur ein Frachtplatz. Also ihr liefert damit dann wirklich eine Sache aus. Das heißt, ihr könntet das theoretisch alles über Charterrouten machen. Ist vor allem sehr hilfreich, wenn ihr noch nicht so viel Schiffe habt. Ja. So, oder ihr, ich mache jetzt mal wieder hier auf langsam, sonst düsen die hier so rum. Oder ihr, das war das Falsche, wir wollen natürlich hier runter in die Routen. Oder ihr richtet eine Handelsroute ein. Handelsroute bedeutet, ihr legt euer Schiffe fest. Also ich möchte jetzt die Eiskrone, das ist unser Schoner, der hier liegt. Und die Eiskrone soll bitte zwischen den beiden Inseln fahren. Man kann auch theoretisch, wenn man drei hat, also ich könnte sie auch hier runter noch schicken, darunter. Ihr kann hier auch eine richtige schöne Rundfahrt machen, ja. Macht jetzt in dem Sinne in dem Fall keinen Sinn eigentlich, aber könnt ihr theoretisch machen. Schmeißen wir die mal wieder raus. Löschen. Genau. Dann könnt ihr festlegen, was ihr natürlich einladen wollt. Also ich möchte jetzt hier in Shinzo möchte ich gern den Hopfen einladen. Könnt ihr auch festlegen, wie viel natürlich, aber hier nur maximal 50. Aber ihr könntet natürlich auch 100 einladen, weil der hat zwei Frachtplätze. Das ist theoretisch möglich. So, ich will allerdings nur einmal. Und dann möchte ich, das ist jetzt nämlich das Gute an der Handelsroute, ich möchte jetzt, dass er von Lost Mill den Schnaps mitnimmt. 50 und lädt das nämlich in Shinzo aus. Zack. Und das funktioniert. Das heißt, achso, wir müssen natürlich noch sagen, dass er den Hopfen hier aus. Wie gesagt, hier so ein Dreieck, ein rotes, bedeutet immer, irgendwas passt nicht. So, ihr könntet jetzt theoretisch auch noch anfangen, hier noch mehr Waren reinzupacken, und dann sagt er euch, ey, das ist ein kleines Schiff, das hat nur zwei Ladeflächen. Funktioniert nicht. Ja? Müsst es halt wieder rausnehmen. Genau, und dann geht er auf Annehmen, und dann fängt er an, die Route zu fahren. Das heißt, er nimmt hier den Hopfen mit, bringt den hierher und tut hier den Schnaps einladen und bringt den hierher. Ganz einfach. Ihr könnt theoretisch auch, das ist allerdings was, das funktioniert nur, wenn ihr immer das komplette Schiff leer habt und auch sicher seid, dass ihr es leer bekommt. Dann könnt ihr das nämlich doppeln. Ihr könntet dann zum Beispiel sagen, okay, du lieferst hier den Hopfen. Wenn der ausgeladen ist, schnappst du dir hier die Steine und lädst sie hier aus. Und hier, weil es gerade so cool ist, wir brauchen Fisch. Also du nimmst dann in Squinzo hier den Fisch mit, wenn du den Schnaps ausgeladen hast, und lieferst den nach Lost Mill. Da müsst ihr euch aber sicher sein, dass er immer alles ausladen kann, dass er das von der Kapazität im Lager, dass er das wirklich auch schafft.
Weil wenn er nicht mehr ausladen kann, wenn er zum Beispiel den Fisch nicht mehr ausladen kann, weil der Fisch dann in Lost Mill voll ist, ja, er hat voll produziert, das Lager ist voll, der kann keinen Fisch mehr annehmen, dann würde das nicht mehr funktionieren. Genau. Dann gibt es hier noch so ein paar kleine Möglichkeiten, mit denen ich jetzt nicht so arbeite. Ihr könntet zum Beispiel sagen, warte auf Ware. Also, dass er dann immer auf diese 50 Tonnen wartet, bis die voll sind. Oder auf der anderen Seite, warte auf Löschung, bis die 50 Tonnen raus sind. Wenn ihr sowas hier einrichtet, dann macht sowas natürlich Sinn, dass ihr sagt, warte bitte, bis alles raus ist. Oder warte, bis du das alles hast. Das Problem daran ist natürlich, dass ihr im schlimmsten Fall wartet das Schiff ewig. Ne? Also ich arbeite damit nicht so viel, aber es gibt auf alle Fälle die Möglichkeit. Ich haue jetzt den Fisch hier einfach wieder raus. Wenn ich den hier oben raushaue beim Einladen, dann schmeißt er den für beide Sachen gleich wieder raus. Und jetzt nehme ich einfach... Nee, ich richte die jetzt nicht ein, weil mit dem Schiff zeige ich gleich noch was anderes. Genau, das ist eine Handelsroute in einer Region. Wenn ihr mehrere Inseln habt, könnt ihr dann ganz viele Handelsrouten machen, je nachdem, was ihr wo braucht, rumschippern. Wie gesagt, ihr könntet theoretisch auch, ihr könnt hier auch 100 Tonnen Schnaps reinladen und die dann von der Hauptinsel, also von Lost Mill, zu der Insel bringen. Und wenn wir die noch hätten, auf die Insel noch bringen, dass wir hier wie so einen kleinen Bogen fahren. Und dann fährst du zurück und holst wieder 100 Tonnen. Das geht auch. Und dann lädt er das halt aus, was er hat. So, das ist in einer Region. Das brechen wir jetzt mal ab. Wir richten nochmal eine neue Handelsroute ein. Wir nehmen natürlich wieder unser Schiff, was wir hier haben, die Eiskrone. Und dann haben wir hier noch einen Reiter, Neue Welt. Das ist, wie gesagt, die zweite Region. Ich habe hier mal einen Hafen einfach mal so hingebaut. Können wir auch über die Region machen. Dann sagen wir, ich bitte von hier in die alte Welt fahren. Nach hier und dann legt er hier eine Handelsroute fest und dann ladet ihr hier meinetwegen, das ist jetzt Quatsch, aber ihr ladet das Holz ein und bringt das nach Lost Mill. So geht es über Regionen. Und hier ist jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Teil hier. Das sagt euch nämlich, wo die Region verlassen sollen. Wie gesagt, die neue Region, wenn ihr in der alten Welt seid, geht es in die neue Welt immer hier unten. Immer links unten. Das heißt, die werden immer diesen Weg fahren. Wenn hier jetzt die Piraten sind und die uns Stress machen, könnt ihr aber zum Beispiel auch sagen, fahrt hier unten raus und kommt dann auch hier unten wieder rein. Das macht den Weg hier länger, aber es ist sicherer, weil ihr fahrt nicht bei den Piraten durch. Sowas braucht ihr zum Beispiel nicht, wenn ihr zufälligerweise hier unten startet, dann seid ihr hier gleich raus aus der Karte. Und auf der anderen Karte natürlich dasselbe. Die neue Welt ist hier unten und zur alten Welt geht es rechts oben raus. Ja? Und deswegen, wenn wir jetzt hier, mit den Piraten haben wir noch keinen Stress, könnten sie einfach hier durchfahren. Aber es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Gegner, mit dem ihr gerade im Krieg seid, hier die Insel hat. Dann macht es natürlich nicht viel Sinn, hier lang zu fahren. Dann könntet ihr sagen, fahrt doch bitte hier hinten lang und kommt dort bitte hinten rein und fahrt dort auch wieder raus. So könnt ihr quasi eure Handelsrouten sicher gestalten. Genau, nochmal in die alte Welt. Also, links unten ist die neue Welt. Wenn ihr die Erweiterung habt, das hatte ich in der letzten Folge schon mal gesagt, in Folge 3, wenn ihr die Erweiterung habt für die Passage, das ist quasi im Norden, dann geht es links oben raus. Ich nehme an, ich habe das selber leider noch nicht gemacht, weil ich noch nichts von der neuen Welt in die Passage geliefert habe, aber ich nehme an, dass ihr auch zur Passage links oben rausfahrt in der neuen Welt. Nach Kap Trelawney und nach Land der Löwen, die beiden Erweiterungen, fahrt ihr rechts unten raus. In der alten Welt, rechts unten, und in der neuen Welt kommt ihr auch rechts unten. Ins Kap, nach Trelawney und ins Land der Löwen, nach Embesa. Genau, wir können uns da auch einfach mal wir richten das jetzt nicht ein, wir können uns jetzt auch einfach mal die Weltkarte angucken, dann kann man das sich auch vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Genau, hier ist im Grunde die neue Welt, hier ist die alte Welt, also links runter in die neue Welt, rechts hoch in die alte Welt. Das Kap Trelawney ist dann hier ungefähr,
Land der Löwen ist hier ungefähr. Deswegen rechts unten raus und hier auch rechts unten raus. Die fahren dann halt hier so einen Bogen. Und hier oben ist dann die Passage. Da fahren wir dann quasi, würde ich sagen, hier nach links oben raus und hier auch nach links oben raus. Und natürlich von hier dann auch nach links oben jeweils. Also das ist dann hier auf den, wenn man dann auf den Bereichen ist, geht es auch links unten raus in die neue Welt, links oben raus in die alte Welt und dann wahrscheinlich auch ins Kap. In die Arktis. Genau. Also ich denke, das macht es nochmal ein bisschen klarer. Genau, das sind im Grunde die Handelsrouten. Und wie gesagt, wenn ihr dann größere Schiffe habt, wir steigen jetzt hier nochmal rein, wenn ihr dann größere Schiffe habt, könnt ihr, also das ist hier das meiste, was man vollladen kann, das ist aber auch ein besonderes Schiff. Normalerweise habt ihr 2 für die Schoner, 2 Frachtplätze, 4 für die Clipper und 6 für die Frachtschiffe. Ja? Und die könnt ihr dann entsprechend vollladen. Genau, es macht auch Sinn zu sagen, genau, hier sehen wir dann die Handelsrouten. Es macht auch Sinn zu sagen, ich richte dann hier eine richtige Handelsroute ein, so wie ich es gerade gezeigt habe, dass ich hier den Schnaps mitnehme und den hier entlade und hier den Hopfen und die Charterroute werde ich dann quasi wieder rausnehmen. Hier die Charterroute, die werde ich dann hier einfach löschen. Weil ich habe ja das Schiff und das kann ja fahren, da ist es beschäftigt. Genau, neutral. Und das haut dann auch wieder ab. Also das müssten wir jetzt auch sehen. Das haut dann wieder ab. Auch es lässt hier noch Zeug liegen. Das können wir gleich mal aufsammeln. Das ist ja interessant. Es nimmt es nicht mit. Es hatte anscheinend noch was am Lager. Hopfen. Und dann kann der die Handelsroute bedienen. Genau. Und dann kann man im Grunde gucken, okay, was für Schiffe habe ich, was brauche ich wo. Und dann ist es halt noch ganz wichtig, ihr müsst auch schauen, vor allem im späteren Spielverlauf, wie viel Tonnen bringt ihr dann natürlich mit welchem Schiff. Und ihr müsst in Betracht ziehen die unterschiedlichen Schiffsarten. Weil wie gesagt, die kleinen bringen nur 2, okay. Aber zum Beispiel das sind Segelschiffe, ja. Wenn die mal gegen den Wind fahren, sind die langsamer als wenn man so ein Frachtschiff mit einer Dampfmaschine hat, das fährt immer schnell, relativ schnell. Und die sind auch voll beladen, sind die schneller. Die Segelschiffe sind voll beladen, nicht ganz so schnell. Das muss man einfach dann in Betracht ziehen, wenn man die Handelsrouten einrichtet. Da kann man dann ein bisschen rumexperimentieren. Grundsätzlich würde ich sagen, macht es nicht Sinn, richtig viele Rundrouten zu machen, sondern das relativ, ich nenne es jetzt mal straight zu halten. Dass man wirklich, ich möchte das von hier nach da und nimm vielleicht noch das zurück mit und gut ist. Ja. Ich meine, wie gesagt, das kann man auch mit größeren Schiffen mit bis zu 4 Sachen, aber das ist ja wirklich nur zwischen den beiden Inseln fährt. Oder meinetwegen dann zwischen den beiden, wenn wir hier unten noch eine haben. Oder wenn wir können sowas auch machen, wenn wir jetzt noch hier ein Schiff hätten, könnten wir auch sagen, kann man das auch mit Verkauf machen? Müsste man mal gucken, dass man einfach sagt, verkauf mir hier immer 10 Tonnen, 20 Tonnen Holz. Dazu müsste ich jetzt mach mal eine Fregatte. Die wird zwar nicht sehr schnell fertig sein, aber ja, dann machen wir doch, vielleicht kriegt man den Schoner noch schnell fertig. Genau. Machen wir mal einen Schoner und dann probieren wir mal, ob das geht, ob der das dann einfach verkauft. Wenn man sagt, 10 Tonnen Holz. Oh, jetzt haben wir hier ein Minus bei den Arbeitskräften, das ist ja interessant. Ist hier gerade ein Feuer oder so? Ist hier was kaputt? Nee, hier war das letzte Feuer. Na, keine Ahnung, was sie jetzt hier haben. Also anscheinend sind sie mit irgendwas unzufrieden. Arbeiter sind doch eigentlich alles da. Ja, müssen wir irgendwann mal ausbauen. So, wir warten jetzt schnell auf den Schoner. Wenn wir den haben, richten wir einfach mal eine... So, mit dir machen wir jetzt mal eine Handelsroute und zwar von hier zu der. Die ist relativ nah, die kauft uns, glaube ich, auch alles ab. Ach nee, warte mal, erstmal müssen wir das einladen. Wir möchten gern, ja, aber nur 10 Tonnen Bretter und diese Liste da rausschmeißen. Mal schauen, ob das funktioniert.
Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht. Eine Handelsroute für einen Neutral eingerichtet, also für da fetzt los unser Schiff. So. Und das Gute daran ist einfach nochmal ganz wichtig, das will nur schauen, ob das jetzt funktioniert. Ja, kann man auch so machen. Also so kann man sich auch die Sachen, jetzt habe ich die Handelsroute wieder aufgelöst, so kann man sich die Sachen, ach, die kann ich jetzt wieder löschen, kann man die Sachen auch verkaufen, einfach über eine Route lösen. Wenn man sagt, hier kommt immer Holz rein, dann verkauft man es halt auch ständig, ne? Setzt man einfach eine Route ein. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt quasi eine Handelsroute gemacht, die auch hierhin, den Schnaps bringt. Und da müsst ihr, das ist quasi der riesige Vorteil, ihr müsst nichts mehr machen. Die machen das jetzt automatisch. Der nimmt sich immer volle Kanne Schnaps mit, bringt das rüber, nimmt hier den Hopfen mit, bringt den hier rüber. Ihr müsst hier nicht automatisch mehr Schiffe schicken. Ihr müsst händisch keine Schiffe mehr schicken. Das machen die alles automatisch. Und das ist einfach der riesen Vorteil hier bei diesen Handelsrouten. Und deswegen wichtig, managt eure Handelsrouten, das ist mega effektiv für euch, das spart euch unheimlich viel Zeit, es hilft euch dabei, die ganze Sache einfach gut über die Bühne zu bringen. Genau, dann, ja, das war's schon zu Handel und Handelsrouten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch geholfen, gerade wenn ihr neu in der Materie seid, lasst mich wissen, wenn es euch geholfen hat. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Skip. Ciao, ciao.